Hallöchen, ich möchte euch einfach mal kurz ein bisschen vorwarnen, bevor ihr die Folge seht. Und zwar, ich habe das erste Mal den Ton mit OBS komplett aufgenommen, habe allerdings vergessen, die Spuren so einzustellen, dass halt das Mikrofon eine separate Spur hat und nicht mit dem Ingame-Sound läuft. Und hier kann es ab und zu mal dazu kommen, dass man mich vielleicht schlecht versteht, weil ich kann meine Sprache nicht noch lauter machen, als sie im Moment sowieso schon ist, weil alles in einer einzigen Spur ist. Also, ich bitte das so ein bisschen zu entschuldigen, aber deswegen, die Aufnahme war jetzt nicht allzu lang, weil hier war es wirklich knüppelheiß. Und, also es wird auf jeden Fall eine 40 Minuten, über 40 Minuten Folge, ich glaube 45 Minuten müssten es sein. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei und ich hoffe, der Ton war jetzt an einigen Stellen nicht so leise, dass man irgendwie sich noch Hörgeräte anschaffen muss. Also viel Spaß und tschüss. Hi, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Anderel. Ja, die Aufnahme läuft und ich hoffe, der Ton wird dieses Mal wieder um einiges besser sein. Man sieht hier vielleicht jetzt auch im Hintergrund, ich habe hier so einiges verändert und ich habe ganz schön an diesen Toneinstellungen rumgeschraubt und hast du nicht gesehen, ich habe hier tausend Sachen ausprobiert, aber es wurde nie besser und jetzt nehme ich das einfach mal alles komplett über OBS auf. Ich muss einfach mal testen, wie darüber die Sprache ist und vor allen Dingen, ja, wie sich das bearbeiten lässt. Das ist ja auch immer die große Frage. Und, warum liegst du denn hier unten? Ich habe doch die Libelle hier oben draufgepackt gehabt. Oder nicht? Oh, super. Ist die Biene wieder umgekippt? Nein. Also, Da kann ich mich stundenlang mit beschäftigen. Das ist doch wohl nicht wahr. Hallo! Die arme Biene! Hä? Also das ist doch nicht die Möglichkeit. So, jetzt haben wir's. Wie viel kostet denn eigentlich? 300 Groschen dauert die der Ausbau. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Achso, nichts. Wie viel Geld habe ich? Ich könnte mir das leisten. Wir sollten es aber auch machen. Weil ich finde das Haus sowas von... Boah. Weißt du was? Hier. 100 Groschen. Einfach mal investieren. Ah, gucke. Ich dachte gerade, hä? Hier hat sich doch gar nichts getan. Aber guck... Okay, jetzt muss ich meine Bienen irgendwo anders hinpacken. Wie wär's? Hier so hin. Und die Libelle? Könnte da erstmal so stehen bleiben eigentlich. Und wir haben ja noch so ein paar andere Kästen jetzt. Also, es gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten. Ein Stoßzahn. Dann haben wir hier Schwarzbärenpelz. Eine Werkbank. Warum eigentlich nicht? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn ich jetzt hier in dieser Werkbank bin, wie kann ich denn diesen Bauplan hier verwenden? Okay, der Bauplan ist jetzt hier oben drauf. Hä? Achso. Ich bin irgendwie mit der Steuerung noch so ein bisschen... Jetzt habe ich wieder eingesammelt. Egal. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit der Werkbank funktioniert und wie das überhaupt mit diesen ganzen Zetteln funktioniert. Weil irgendwas scheint da so ein bisschen quer zu hängen. Egal. So, bevor wir jetzt hier lange irgendwie in diesem Hause bleiben, Gesuch den Ark wollte ich machen, ne? Malus war blinder Passagier, der sich... Achso, das haben wir ja schon mal gelesen. Den verrückt gewordenen Gardisten... Moment mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ah nee, man sieht es gar nicht. Das finde ich ja super. Das Steam-Overlay wird von OBS nicht aufgenommen.
Unfassbar. Ich bin dir dankbar. Was? Oh Gott. Oh Gott, kaum nehme ich wieder auf. Es ist hier echt knüppelheiß. Es sind 27 Grad hier in meinem Raum. Und das wird nicht besser bei einem PC, der gerade so um die 51 Grad rausschleudert. Da wird das nicht besser. Überhaupt nicht. Ich habe so ein paar Testaufnahmen gemacht, da waren das deutlich weniger Grad, die der ausgeworfen hat. Das wird jetzt auch gleich schlimmer, wenn wir aus diesem Ladebildschirm kommen. Dann schießt es bei Qualm und ein bisschen Regen hoch. Oh, wir kommen auf 60. Ja, wir sind bei 60 Grad. Sehr schön. Also es wird noch wärmer hier drin. Ich gehe mal von aus, wenn ich aufhöre mit Aufnehmen, sind wir bei 35 Grad. Wo hab ich das nur hin? Ja, was. Egal. Ich habe aber immerhin das Fenster offen. Ich weiß nicht, ob man von draußen vielleicht irgendwelche Tiere hört. Was guckst du mich an? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt erstmal irgendwo raus. Oh, ich freue mich echt, dass wir mal wieder Enderal spielen. Es tut mir ja irgendwie voll leid, dass ich das Ewigkeiten nicht aufnehmen konnte, weil immer irgendwas dazwischen kam. Das ist halt dieses so bekannte Sommerloch. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Ich weiß nicht, ob das im Stream war oder ob das hier im Let's Play war. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich gucke ab und zu mal hier hin. Also, wenn ihr das seht, ich gucke ja immer so ein bisschen schräg hier mal nach rechts. Das ist nicht, weil ich irgendwas ablese oder so. Ich gucke einfach, ob die Aufnahme funktioniert. Und die CPU ist zu 30,3% ausgelastet. Das geht eigentlich. Wir nehmen gerade 6 Minuten auf. Ach ja, ich muss ja da... Warte mal, da war doch auch die Dingenskirchen Fusch AG. Habe ich das nicht? Auch. Ach du meine Güte, habe ich hier vier. Der Schlechter von Haag. Zwei von Fragezeichen. Da stand doch früher immer eine Zahl. Waren das nicht 10 Bände? Es kam allerdings wieder ein Update raus. Die werden hier bestimmt wieder so einiges verändert haben. Aschewitwe, finde und bezwinge. Auf meinen Reisen steht die Bücherreihe. Nee, das ist was anderes. Klarwasserhöhle. Den Anführer. Nein. Turmhai im Wachturm. Nein. Ich hätte es mal gerade mit den Tasten gemacht. Da. Die Schraube, Hut und Fisch AG. Eigentlich, weil ich ja da schon mal rein muss, weißt du was? Wir werden einfach mal die Schraube, Hut und Fisch AG gehen. Ich dachte, ich hätte schon mit dem gesprochen gehabt. Dann war das tatsächlich alles beim alten Let's Play quasi. So, jetzt hat man gerade an meiner Bewegung gesehen, was mir blüht, wenn ich nicht aufnehme. Also wenn ich wirklich nicht aufnehmen kann, liegt es einfach daran, so fies, dass meine Nase jetzt juckt. Was ist das? Die ganze Zeit war nichts. Oh, warte mal. So, jetzt dürfte eigentlich alles wieder gehen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ist ja schön, dass der, ich sag mal, der Ladebildschirm quasi so lange... War ich hier schon mal? Das ist doch das Adelsviertel, oder? Hier war ich selten. Was haben wir da? Ich kann die nicht lesen. Was ist denn das hier? Ein Skelett? Das sieht aus wie eine Tür. Rolle, Teleportrolle. Ein Rucksack. 20 Kopf. Nimm doch einfach mal mit, das hat sich ja schon mal gelohnt. Das sieht so aus wie eine Tür, die man aufmachen kann. Guck mal da hinten. Boah, ich sehe da was Schönes. Guck dir das an. 3, 2, 1. Oh, ist das super.
Ich freue mir. Warum ist hier eine Treppe nach oben? Egal. Wir haben jedenfalls mal wieder ein enderellisches Symbol gefunden, was ich sehr begrüße. Weil wir möchten ja ansatzweise alle finden, aber wir werden nicht alle finden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir nicht alle finden werden. Also jedenfalls nicht ohne Hilfe. Die drei von der Tankstelle. So sehen die gerade aus. Was ist das? Arkgruft. Okay. Ich bin mal echt gespannt. Weißt du, die ganze Zeit habe ich gar nichts mit dem Heuschnupfen am Hut gehabt. Jetzt nehme ich auf und es geht los. Egal. Ich ignoriere das einfach. Ich versuche es zu ignorieren. Da ist schon mal eine Ratte. Ist das gut, dass ich hier unten bin oder schlecht? Reichtümer! Alter, wie sieht denn hier die Gruft aus? Ich bin irgendwie gerade froh, dass ich hier reingegangen bin. Weil ich war hier noch... Wir sollten mal... Ich sehe gerade das F nicht. Nee, Moment. Wo war's? Was habe ich denn für eine Waffe ausgewählt? Nix, hä? Doch, ein Schwert. Ich sollte hier wohl mal ein bisschen mit Schwert... Ach nee! Hey, Anton! Ja? Heute schon gebrannt? Ich nenne ihn einfach mal Anton. Oh! Okay. Da sollten wir vielleicht nicht reingehen. Weil wir da mächtig aufs Maul bekommen. Nö, ich gehe wieder raus. Das ist mir gerade vollkommen egal. Das ist mir egal. Jetzt lädt das nur wieder so lange. Ist ja echt schön. Oh, Nase. Irgendwann, da schraube ich dich ab oder ich mache sonst irgendwas mit dir. Und dann... Hübsch. Hi. Ja. Alles in Ordnung? Was? Was ist los mit euch? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Das hier ist ein Friedhof, das ist ein Grab und ich knie davor. Mir könnte es nicht besser gehen. Verzeiht. Das richtete sich nicht gegen euch. Ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Wessen Grab ist das? Wer liegt dort begraben? Meine Schwester. Gidea. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es gab diesen Zwischenfall im Tempel. Der rote Wahnsinn. Magister Hiro. Dann habt ihr davon gehört. Meine Schwester. Sie war auch Novizin wie ich und sie... Wisst ihr, sie hatte diesen Jungen kennengelernt. Er war schaffenden Pfades. Und weder unsere Eltern noch der Heilige Orden hätten es gestattet. Mir hat sie sich anvertraut. Sie hatte vor, mit ihm durchzubrennen, wie in den Badenliedern. Ich habe gesagt, dass es unser Pfad sei, dem Orden zu dienen und dass ihn zu verlassen Sünde wäre. 3 Tage später ist es passiert. Oh nein, wenn man zu gläubig ist. Sie ist bei Hieros Tat umgekommen und ihr gebt euch die Schuld, richtig? Ihr sagt das, als wäre es ungerechtfertigt, aber es ist so. Ohne mich wäre sie jetzt in Dünenheim und würde ein neues Leben aufbauen. Ich bin schuld daran, dass sie an diesem Tag zur Lehrstunde erschienen ist. Egal, wie ich es mir versuche, zurechtzureden. Es ist die Wahrheit. Aha. Sie und dieser Junge hätte vor den Toren der Stadt genauso gut von Banditen überfallen werden können. Niemand hätte das kommen sehen können. Auch ihr nicht. Wenn etwas schuld ist, dann der rote Wahnsinn. Das ist leicht für euch zu sagen. Naja, ich sollte zurück zum Tempel. Danke für eure Worte. Gestartet. Eventualitäten. Magister Aragorn von der Rückkehr der Novizen berichten. Meine Meinung will ja keiner hören. Das wäre schon wieder ein neuer Auftrag. Alter, was wir hier alles an Aufträgen finden, das ist bitte ja schon... Bitte geht weiter.
Ist ja unnormal, ist das. Los, Box! Grüße! Na los! Ey! Volle Kanne in the face. Geht weiter. Aber es hat mir nicht wehgetan. Madame? Ich bin hier irgendwie falsch abgebogen, kann das sein? Ich möchte... naja, so... Es geht. Ich muss dahin, zum Westtor. Also ich bewege mich gerade in die richtige Richtung. Festungsküche. Ist das das Tor, was ich suche? Hier gibt es einen Schleifstein. Hier ist eine Schmiede. Warte mal. Ich will mal wissen, ob der mit mir reden kann. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Mhm. Madame. Okay. Der kann mir also nichts Gutes sagen. Deswegen Herzland. Moment. Herzland? Bin ich jetzt draußen? Ich wollte doch aber nicht raus. Ich hätte auch diese Schilder nehmen können. Ach nee, Terra. Ich mache immer wieder alles falsch. Ist schön. Das gehört einfach dazu. Weißt du, wenn man lange nicht mehr aufgenommen hat... Was? Wieso kriege ich ihn jetzt? Ihr seid auf Stufe 11 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Derzeitige Attribute. Wir nehmen mal... Mana. So, jetzt könnte ich mal fast zum Gruß. Aber ich möchte hier nicht... Was ist das denn? Charim Ralat. Schreitet wohl! Und wer hat das da mal dran gemacht? Das soll bestimmt irgendwas nicht... Also es soll nichts Gutes sein wahrscheinlich. Hier ist ein Turm. Hier kriegt doch bestimmt auch wieder einen Punkt angezeigt, oder? Arglücklicher Wachturm entdeckt. Wieder 40 EP-Punkte. Wie komme ich denn... Okay. Hier ist eine Kanone, mit der könnte ich schießen. Nee, das geht leider nicht. Ich muss hier runter, ne? Ich mach das jetzt mal. Ah, jetzt kommen wir wieder hinten rein. Okay, das war jetzt vielleicht gerade nicht so die Weisheit letzter Schluss. Pfeife nicht. Es war einfach gerade nur so. Waren die Wappen da schon immer dran? Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Das Gesicht kenne ich doch. Ich glaube, das Spiel hat sich leicht verändert mit dem Patch. Ich weiß es nicht. Es war nicht groß. Es waren, glaube ich, 200 MB. Ja, es waren 200 MB, die gepackt waren. Das heißt, also es waren vielleicht 400 oder 500. Also es war doch schon ein größerer Patch. So, hier ist die Schraube Hut und Fusch AG. Also das mit diesen Wappen ist mir irgendwie so, als ob die da noch nie drinne waren vorher. Egal. Ihr seid Händler, richtig? Zeigt mir euer Angebot. Was? Oh, natürlich. Natürlich haben wir das schon gemacht. Das ist auch eine, der hat eine Amphore. Was? Wieso kostet das so viel? Hoch, ich habe was verkauft. Nein! Ach, das ist auch Wurst. Ich weiß sowieso nicht, wie es funktioniert. Ihr seid Fremdländer, was? Frisches Brot! Warum? Und alles in der Welt steht das da drin. Natürlich habe ich das schon gesucht. Weil es geht hier nämlich um irgendwas mit der Familie. Ich habe aber... Da! Das ist es. So, dann wollen wir das jetzt auch noch machen. Verdammt, ich hätte das mal besser durchgucken müssen. Aber egal, wir haben ein bisschen was von Ark gesehen. Wir waren jetzt also nicht ganz umsonst Schreitet unterwegs. Schreitet wohl, Madame. Vielleicht ein bisschen, aber hey, es gibt Schlimmeres. Jetzt habe ich gerade
19 Minuten eurer Zeit geklaut. Oh Gott, ich schneide bald wahrscheinlich schon wieder. Dann ist da wieder ein Cut und dann geht's bald weiter, weißt du? Böse, böse, aber es dürfte eigentlich nicht allzu langweilig sein. Und wenn, dann benutzt es einfach als Einschlaflektüre. Also als Einschlafvideo. Was? Hä? Das ist ja schon lange nicht mehr passiert. Warte mal, ich starte mal gerade. Das ist das Schöne, wenn OBS an ist. Warum bist du denn jetzt abgekackt? Hä? Warte, ich... Ist es sofort wieder da? Es ist gerade im Anfangsbildschirm. Vielleicht ist es zu warm. Das könnte durchaus sein. Oh, das Bild war gerade schief. Ich habe es gerade gesehen. Aber es ist schon mal gut, dass es noch funktioniert. Die Aufnahme läuft auch noch. Ja, 20 Minuten. Wenn das jetzt allerdings in nächster Zeit wieder so schnell kommt, dann muss ich leider... Wahrscheinlich ist es wirklich zu warm dafür. Oder das Patch. Ich sollte es echt lassen, diese Updates zu installieren. Mal ganz im Ernst, manchmal machen die leider alles schlimmer. Ich hoffe nur... Opala. Grüße. Ich warte jetzt nochmal ein Patch ab. Opala, ich muss ja dahin. Schreitet wohl. Ich warte jetzt dann nochmal ein Update ab. Vielleicht wird es damit dann besser. Aber mir ist jetzt gerade zum Beispiel aufgefallen, dass der an der Stelle gespeichert hat, wo das Spiel abgestürzt ist. Ich glaube, die haben schon so ein bisschen was dazugelernt. Ich habe da irgendwie so das Gefühl. Weil das war doch sonst nicht, dass das Spiel, ich sag mal, an der Stelle wieder zu laden war. Also die haben da schon eine Speicherfunktion, so wie das bei Minecraft ja irgendwann eingeführt wurde, bevor es immer zu abgestürzt war. Oder weil es immer abgestürzt war, hatten sie dann beim Absturz eine Speicherfunktion eingestellt. Kann sich da noch jemand an diese Zeit erinnern? Das war irgendwann in der Beta. Das war in der Beta. Boah. Was weiß ich, wie die hieß. Welche Versionsnummer. Ja, wir gehen jetzt mal in die Unterstadt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Unterstadt, ne? Feier ich so. Weil das einfach nochmal eine Stadt in der Stadt ist. So kann man es ausdrücken. Ich werde mir mal kurz was zu trinken einkippen. Weil wenn es hier so warm ist, dann muss man da ein bisschen vorbeugen. Dass man hier nicht gleich ja, trocken läuft. Allerdings war das jetzt mein letzter Schluck. Prost! So. Jetzt geht das schon mal, ja? Hallo Rad-Typ. Irgendwie geht das Schild nicht mehr. Egal, ich stecke jetzt erstmal ein. Hier dürfte eigentlich uns niemand entgegenkommen. Ich finde eigentlich diese Location hier, ne? Total toll. Wenn ich jetzt noch die Cam ausmache, dann sieht das noch besser aus. Also, die Unterstadt hat schon viele Seiten. Und das hier, als ich das erste Mal hier reinkam. Wow. Es ist einfach so riesig. Und der hackt Holz. Ich werde mir mal eben eine Fackel nehmen. Ich gehe mal hier runter. Mach mal eben die Karte an. Wenn es denn geht. Also ich möchte auf jeden Fall den Gardisten finden. Das ist mir jetzt irgendwie wichtiger. Einen Groschen mit am... Bitte nur einen! In der Unterstadt ist es nicht so schön, wie wir gerade feststellen. Was ist das da? Wohnbaracke, Geselle. Also ich könnte hier aufknacken. Ich glaube, den Gesellenstatus... Nee, habe ich noch nicht. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Hallo! Die ist schon ein bisschen größer. Also hier gibt es auch Teenager, so wie es aussieht. Der redet nicht. Ich glaube, ich muss hier rechts gehen. Unterstadt Barackenplatz. Wir gucken mal, bei wem wir jetzt rauskommen. Ansonsten machen wir einfach beides irgendwie parallel. Hm.
Wenn wir diese beiden Nebenquests geschafft haben, Tealor Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Ein Aufpasser? Warum hat er keine Rüstung an? Ich will's gar nicht wissen. Weiter. Ich geh doch schon. Oh, oh, oh. Wohnbaracke Aschenhaupt. Madame. Ich glaube, ich bin gerade in die falsche Richtung gegangen. Was ist denn hier los? Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Ja, ja, ja. Natürlich. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch meine Sorte mehr überquert. Ja? So, dann gehen wir mal hier hin. Ich bin bestimmt falsch abgebogen. Wo bin ich jetzt? Jedenfalls Gardisten ausfindig machen. Also wir machen auf jeden Fall die richtige Quest. Aber ich, wenn ich... Dieser Weg ist, glaube ich, nicht der richtige. Zumindest kommt es mir so vor, als ob wir uns immer weiter entfernen. Da oben ist... Oh nein. Die wollen natürlich gleich alle kämpfen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wie hieß denn jetzt das wieder? Gleißender Funke war das. Hä? Warum bin ich jetzt tot? Hä? Der hat mich doch noch nicht mal erwischt. Was mich jetzt natürlich total nervt, dass die zu dritt sind. Nee, der Kettenblitz ist das, oder? Hä? Welcher Blitz war denn jetzt der richtige? Ich oh nein, schon, das ich wollte mich ducken. Ich drücke mal C für Crouch. Was kommt denn da jetzt noch? Alter, noch ein Vierter. Es hilft ja nichts. Alter! Ich hab das Falsche genommen. Verdammt! Ja! Schön, dass die Blitze so weit fliegen. Na schön. So. Alter. Immerhin hat er ein bisschen was dabei. Alter, das war jetzt gerade mega spannend. Die verschlissene Robe kann ich verkaufen. Jetzt muss ich da allerdings wieder rein. Hier liegt ja... Gesellbuch Schlösser knacken. Nehme ich mit. Wo liegt denn jetzt dieser... Da liegt er. Und hier liegt auch wieder Bauplan Stahlschild. Zerstörtes Buch.
Kopfgeld für den Wirkler entgegennehmen. Ach so, das war's schon. Okay, damit habe ich jetzt ja überhaupt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass es schon vorbei ist. Das nehmen wir mal. Ich höre hier noch einen. Da ist eine Kiste. Was haben wir da drin? Oh ja, 4x Erz und 11 Münzen. Ist das hier auch nochmal? Ja, tatsächlich. Genau das gleiche. Nehme ich doch mit. Den Tisch. Nochmal 3 Groschen. Den Hobel, den lasse ich mal da. Ist hier noch irgendwas? Was ist das denn? Bitterbrandwein. Der sieht so ein bisschen tödlich aus. Ich nehme den mal mit. Das hat eine nette Farbe, der Trank. Ich glaube, der kam von hier oben, ne? Amulett der Leichtfüßigkeit. Nehme ich mit. Der Schlechter von Ark Teil 2. Das zweite Buch habe ich, glaube ich, auch schon mittlerweile. Hier ist auch noch mehr Erz, 12 Münzen. Jetzt ist hier mal 4 Erz. Das ist ja ein Tresor, sehe ich jetzt gerade erst. Hier. 5. Mal hin. Ein bisschen was. Ein Schockschutztrank. Glimmerstaubrezept. Das nehme ich mal mit. Glimmerstaub. Tintenfass? Nee. Stab der Erdung? Kann man bestimmt ein paar Groschen mitmachen. Feinstahlschuhe? Nehme ich auch mal mit. Okay, das dürfte reichen. Was ich hier so mitnehme? Außer das hier. Ist hier noch was im Schrank? Nö. Lalala. Da. Wie soll ich da hinkommen? Achso. So zum Beispiel. So. Einfach mal den Genesungstrank nehmen. Und wieder raus. Sehr schön. Jetzt muss ich aber erstmal noch hier unten einen anderen Auftrag erledigen. Und zwar, dass ich... Sira? Hieß die so? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich kann mich jetzt auch täuschen, dass ich vielleicht den Namen jetzt gerade irgendwie im Kopf habe, aber das ist ja gar nicht. Das kann gut sein. Boah, ist das warm hier, Alter. Hallo. Ja, der gibt auch eine ganz schöne Wärme ab. Jetzt vielleicht hin. Einen Groschen mit ab. Bitte nur einen. Das ist der falsche Weg. Okay, da muss ich tatsächlich lang. Oben lang, unten lang? Ich glaube oben. Da einfach mal eine kleine Ratte im Weg. So. Na, lad mal ein bisschen schneller. Achso, nächste Tür. Hä? Zum falschen Hund. Doch, das ist es, glaube ich. Das müsste eigentlich die richtige Stelle sein, wo ich hin muss. Ja, das ist sie tatsächlich. Schreitet wohl. Was? Ah, doch, Silla. Was? War ja fast richtig. Euer Bruder schickt mich. Er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier.
Okay, welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Ja. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Weiß. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meinte er, war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Okay. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann. Aber ansonsten nichts. Mhm. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Hilbert sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden. Ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Schade. Wofür braucht ihr das Geld? Macht ihr noch etwas anderes, als hier unten herumzuhängen? Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Schön. Ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie er aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Hä? Oh mein Gott! Ja! Das ist jetzt aber doof. Weil ich nämlich schon ein bisschen angehaucht bin. Na los! Hau zu! Na los! So zaudere keinen Moment, weil du es ja. Ja? Ganz im Wasser die Wüste vollziehen und den Schrecken der wilden Magie. Hör, was ist jetzt passiert? Sonst endest doch du eines Tages. Natürlich! Gut, gut, ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Hä? Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Hilbert. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Schlüssel am Marktplatz der Unterstadt finden und zum Hilbert bringen. Schreitet wohl. Hä, was war das denn eben? Hä? Hä? Also ich war am Boden. Dann hat einer mit dem Schwert zugeschlagen. Ich bin nicht gestorben. Und sie hat dann gesagt, ich habe gewonnen. Hä? Ich kapiere gerade nichts mehr. Ist mir auch gerade Wurst. Wurst, Pipigon. So, Kussbrot. Schreitet wohl, Madame. Oder ist mein Arkanistenfieber zu hoch? Hä? Mein Leben ist voll. Warum habe ich denn jetzt dieses Herz knistern? Naja, wir werden es ja sehen, ob es jetzt weg ist. Spiel. Einen Groschen mit. Das wäre jetzt aber echt kacke, wenn das jetzt die ganze Zeit über. Jetzt ist weg. Ich frage gar nicht. Ich frage gar nicht erst. So, wo muss ich denn jetzt hin? Also, ich muss hier die erste Tür nehmen. So. Und dann sollte hier irgendwo das dann sein. Geht weiter. Ja, mach ich doch schon. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Was? Da unten ist eine Tür. Da muss ich auch durch, so wie es aussieht.
Das ist nämlich die Seite. Wie es hier unten einfach aussieht. Guck mal, da schießt das Wasser. Boah, wie. Ich würde mir jetzt wünschen, dass ich da an diesem Wasser stehe und einfach diese frische Luft, die das Wasser meistens mitbringt, irgendwie genießen könnte. Oh, das wäre so schön. Das Problem ist, wenn es so heiß ist, so wie jetzt, also wie heute, dann werde ich die Aufnahme nicht so lange machen. Ich werde die wahrscheinlich gleich schon beenden. Ich fühle mich echt elendig hier. Fällt bestimmt nicht auf. Ich sag's ja auch gar nicht. Genau, nee, cool. Verzeih. So, hier unten waren wir ja auch schon mal. Ich kann mich noch dran entsinnen. Wo war der Schlüssel? Das mit dem Wasser ist cool. Genau, nee, cool. Verzeih. Hä? Moment. Hier muss ich rein. Schaltet wohl, Madame. Natürlich muss ich hier rein. Madame. Lasst mich. Lasst mich einfach. Scheiße, verdammt, das ist doch lächerlich. Na los, geht weiter. Das ist das Leben, Natal. Na gut. 100 pro Bündel. Da ist der Schlüssel. Hallo, schöne Frau. Ach, hol dich doch. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Nein, danke. So, wir haben ihn. Das Unvermeidliche hinauszögern. Natalia auf den Streit ansprechen. Hier war irgendwie ein Streit. Was? Was war das denn eben? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Vielleicht kann ich euch ja helfen. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Warum seid ihr so gehässig? Ich weiß nicht. Ihr scheint in Ordnung zu sein, aber man merkt euch an, dass ihr nicht von hier kommt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ein Sonnenkind sich für meine Probleme interessieren sollte. Wozu braucht ihr das Geld? Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatürensohn da drüben, Kaba Torval, er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Winwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja, und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Mhm. Seid ihr Apothekari? Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigungen, Einkäufe und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. Wozu braucht ihr denn unbedingt diesen Windwurz? Nee. Könnten die Apothekari sich den Windwurz nicht einfach aus der Oberstadt holen? Könnten sie ja. Und tun sie auch. Aber das ist bei weitem nicht genug. Und besonders, weil seit Monaten schon kein Bote, den sie zum Kloster im Norden schicken, zurückkommt, geht auch langsam das Geld aus. Ach so, okay. Wozu braucht ihr denn unbedingt diesen Windwurz? Ihr seid kein Alchemist, was? Roter Windwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Irgendein Verdacht, warum dieser Kaba das tut? Er muss doch wissen, was auf dem Spiel steht. Natürlich weiß er das. Aber er sieht eine Möglichkeit, sich die Taschen voll zu schaufeln und nutzt sie. So war dieser Hund schon immer. Vielleicht könnte ich mal mit ihm reden. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Okay. Ihr müsst mir nichts geben. Warten wir mal. Na dann viel Erfolg. So, ich muss leider. Ich kann nicht. Ich habe jetzt hier schon 30 Grad. Ich habe es doch vorhin noch angesprochen. Ich muss leider die Aufnahme beenden. Weitergehen. Aber ich kann ja schon zumindest mal eine Folge hochladen. Ich hoffe, es ist bis dahin mal wieder ein bisschen kühler, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Und es wird schon bald sein, weil jetzt im Moment kann ich aufnehmen,
Aber es müssen, diese Temperaturen müssen etwas abweichen. Egal. Jedenfalls bedanke ich mich für dieses kurze Zusehen. Auch wenn das jetzt gerade mal 45 Minuten waren, ist es trotzdem schön gewesen, dass ich mal wieder ein bisschen Länderei gespielt habe. Aber ich kann leider nicht weiter aufnehmen. Es ist mir einfach zu warm. Tut mir leid. Und die Klimaanlage. Ich habe ja auch eine Klimaanlage eigentlich. Aber wenn ich mir die hier hinstelle und die dann laufen lasse im Hintergrund, dann würdest du hier nichts verstehen. Also das ist so ein lautes Rauschen und Pusten. Da mache ich jetzt lieber erstmal ein Aufnahmepäuschen und nehme das mal so ein paar Tage hin, ja, auf. Und dann sehen wir uns dann immer mal mit anderen, ja, Gegebenheiten und so weiter und so fort. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und ich quatsche hier irgendeinen Rotz gerade. Ist mir gerade egal. Macht's gut. Tschüss. So, und damit habt ihr jetzt auch endlich diese Folge überstanden, die mit etwas Tonproblemen durch den Tag gegangen ist. Aber beim nächsten Mal wird das dann um einiges besser sein, weil ich habe es nämlich schon mittlerweile eingestellt, dass dieses Problem nicht nochmal auftauchen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis bald und tschüss.